Kartell an den Kragen. Ja, wir zwei gegen das Kartell. Fehlt eigentlich nur Harrison Ford. Dann wäre die Sache perfekt, aber so geht's auch. Wir sind hier immer noch im zweiten Story-Level von Sacred 3. Wir sollten uns vielleicht verkneifen, noch schlechtere Witze als das Spiel zu machen. Was wir brauchen, noch eine Eruption. Das wird ein harter Ritt. Überlass das lieber den großen Jungs. Ich dachte, schlechte Witze sind unsere Spezialität. Ja, aber jetzt hier noch den Wettkampf auf mit Sacred 3 aufmachen. Jetzt können wir nicht gewinnen. Aufgepasst, der Vulkan fackelt nicht lange. Ich bin heiß auf dich, Baby. Vorsicht, der hält sich immer vor dem Vulkan. Warte. Noch vorbeigeschummelt. So ganz unauffällig dran vorbeigegangen. Ja, ich will auch gar nicht so. Ja, ich glaube, beide kommen wir da nicht durch. Geht's überhaupt jetzt durch? Jetzt hört's mal auf, ich will weiter. Ist das überhaupt der Weg? Doch, ist schon. Ich roll mich da jetzt einfach durch. Scheiß drauf. Nee, sehe ich auf dich ein. Ja, komm. Bei mir kommt schon die nächste Lava. Ja, dann halt so. Warte, hier geht's. Hier geht's weiter. Ja, sei doch mal ein bisschen mutig. Das ist doch ein großer Bursche. Nein, das ist das Prinzip. Das ist wie, eigentlich darf man hier nicht auf die Linien treten. So, zack, zack, zack. Ich habe mir auch gar keine Sorgen gemacht. Naja, nicht viele. Raus aus der Lava, hinein in den Fallen. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Spreche ich mal für einen Freund ein Kampfgebet. Gebet. Fühlt sich gut an. Oh, da hinten geht schon wieder an. Schnell wegmachen. Ich hab mal ein kleines bisschen ausgebremst. So langsam verderbt ihr mir den Spaß. Ich muss mehr Männer schicken. Mach das. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was. Erinnert ihr euch noch an den Feuerregen? Er ist wieder da. Was die. Was diese Koop-Fähigkeiten sind, weil wir kein Menü hatten in der Pause. Verdammt. Weg da. Zack. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Das sagt er, glaube ich, immer nur, wenn tatsächlich das in dem Moment auch aufgeladen ist, oder? Echt sexy. Ich denke da nicht so viel drüber nach, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube schon. Hast sicherlich recht. So. Danke. Und sie dürfen auch noch sterben. Oh, was macht der jetzt? Ah, jetzt geht's hier oben weiter. Ein bisschen so wie bei den, wie heißen die, Devil May Cry spielen, oder? Da darf man doch auch immer nicht aus dem Raum raus, bis man nicht mit den Gegnern aufgeräumt hat. Und ich hab fast gedacht, dass ihr eine Chance hättet, als Erste die Schatzkammer zu erreichen. Genau, mach du mal die Gegner weg, ich räume hier das Gold ein. Klar, er hat Leute versklavt, sie aus ihrem Zuhause vertrieben, aber er wird noch bekommen, was er verdient. Da kommt einiges auf ihn zu. Die Ruinen! Das muss eine großartige Stadt gewesen sein, bevor sie vom Vulkan zerstört wurde. Ich glaube, es ist alles aufgeladen. Oh Gott, jetzt klettern sie sogar schon die Wände hoch. Ich glaube, es hackt. Zack. Und nochmal. Zack. Haben wir das auch geklärt? Oh, kommt jetzt nochmal Lava? Verdammt! Zu spät! Ich schätze, ihr könnt nicht einfach durch diese Lavawand laufen, um ihm zu folgen. Da! Das muss ein antikes Energieschloss sein. Halt mir die mal vom Leib, ich halt hier Energie gedrückt. Solltet ihr das Tor öffnen können. Ui! Falls irgendjemand die Anzeige übersehen könnte. Andererseits bei dem, was hier los ist, kann man schnell mal übersehen. Oh Gott! Vielleicht strahlen wir das einfach in Zeitlupe aus, das Let's Play. Wer weiß, was Kartell vorhat. Ja,
Ziel zur Schatzkammer, bevor Kartell einen Notausgang findet. Ach, schon offen. Ja, hab's gerade eben geschafft. Cool. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Dann spreche ich ein Kampfgebet. So. Sexy. Ich würde echt mal interessieren, was das macht, weil es ja auch sofort vorbei ist. Alles hier? Ja. Alle aufgeräumt, alles eingesammelt. Sauber gemacht. Mama wäre brav, wäre stolz. Aber ist auch gut, wenn Mama brav ist. Ja, Mama brav. Also das da wollen wir mal nichts sagen. Siehst du, okay. Geht doch in irgendwelche Katakomben. Das bin ich nicht. Wisst ihr was? Wenn ihr den Schatz so sehr wollt, dann nehmt ihn euch. Ich bin weg. Ah. Er hat eine Art antiken Wächter geweckt und überlässt euch den Kampf? Feine Geste, Kartell. Ach, Baby. Ja, den muss man, glaube ich, immer wieder unterdrücken. Oh, wo ist er jetzt hin? Ah. Wo ist er hin, die Sau? Ah, auch reingelaufen. Was auch immer ihr gerade macht, macht damit weiter. Das gefällt mir. Verbreite die Liebe. Ach, Baby. Ja, unterbrochen. Haha. Ätsche-bätsche. Nein, zu weit. Hoffe ich. Ach, Baby. Der springt irgendwie ganz schön lange hoch, oder? Ist er nicht mal irgendwie aufschlagen? Ja, macht halt ein bisschen Stress dann. Jetzt wird er oben an die Decke springen oder sowas. Oh. Verbreite die Liebe. Ah. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dein Zeug lädt sich schneller auf. Ah, ich setze das bloß sinnvoller ein, weil ich das so geschickt mache. Oh, neue Waffe. Er ist Geschichte. Wieder. Und der Schatz gehört jetzt uns. Arya, wir sind keine Diebe. Dieser Schatz gehört dem Volk der Saphiri. Und wir werden uns nicht daran vergreifen, oder? Tut mir leid. Ich habe mich hinreißen lassen. Dass Kartell mit leeren Händen geht, muss reichen. Für den Augenblick. Ja, der Abzug der Spesen halt. Das muss ja wohl drin sein. Natürlich. Hallo? Wir müssen den ganzen Laden hier retten. So, jetzt na, knapp hinter dir. Jeder von uns eine neue Waffe auch bekommen. Aber ich wollte doch sehen, da war noch... Ach so, entschuldige bitte. Das war alles wichtig. Ich habe nur empfunden, dass wichtig ist, wer gewonnen hat. Es ist eigentlich ein integriertes Versus. Kriege ich jetzt jedes Mal einen Punkt? Ja, nicht, wenn du es wegklickst. So, dann schauen wir doch mal, was kann ich denn machen? Fertigkeiten, Kampfkünste, heiliges Wort. Das ist auf jeden Fall besser als dieser blöde Blitzschlag gefällt mir überhaupt nicht. Lässt einen heiligen Schrei erklingen, der Schaden verursacht und Ziele umstößt. Zusätzlich werden die Ziele unterbrochen und verwundbar gemacht. Das kann ich, glaube ich, gut gebrauchen, das kaufe ich. So, mir gefällt das Flammenodem überhaupt nicht. Ich probiere mal die Feuerklinge. Manchmal springt der, das ist so bescheuert. Das ist bei dir auch so, wenn du hoch runter gehst, manchmal macht er zwei und manchmal ein. Ja, ich habe es vorhin auch ganz kurz gemerkt. Komisch, ne? Das kann ich noch nicht aufleveln, da brauche ich noch ein paar Level für. Ach, warte mal, ich kann mal bei den Kampfkünsten gucken. Hier, Kampfgebet. Alle Feinde in der Nähe der Seraphin und eines Verbündeten werden sofort zu Boden geworfen und können exekutiert werden. Kann ich gleich wegkloppen. Ach, guck mal, das ist diese Koop-Fähigkeit. Ja, das heißt... Und was hast du? Schau mal bei dir bitte. Das ist bei mir scheint so ein Meteor, habe ich doch schon erzählt. Ja, aber was er genau ist. Ein Meteor wird sowohl an der Position des Saphiri als auch an der Position des Verbündeten nach 4 Sekunden. Das dauert ganz schön lange. Das macht halt viel Schaden, dauert aber. Ja. Okay, und das Ding, Kampfgebet stößt alle um. Das ist ja gar nicht mal so doof. Ich bleib mal hier bei meinem himmlischen Licht. Das kann ich noch nicht aufleveln, aber das wird schon noch. Und schau mal in die Fertigkeiten. Ausweichen kann ich auch noch nicht verbessern. Man kann dann später mit dem Ausweichen, glaube ich, auch Schaden verursachen und solche Geschichten. Ich kann auf jeden Fall das Exekutieren besser machen. Reichweite der Exekution wird um 30% erhöht. Das finde ich schon mal gut. Dann kann ich dir nämlich noch mehr Exekutionen wegklauen. Und wiederbeleben... Das habe ich auch gerade gemacht. 30% schneller. Das ist nicht genug Gold. Nicht genug Geld. Zu sehr mit deinem... Ja. Achso, jetzt kann ich hier statt dem Schmiedefeuer den Sonnenspalter nehmen. Der hat mehr kritischen Schaden, aber weniger Reichweite. Ich nehme auf jeden Fall meinen anderen Waffengeist. Und zwar hier die Elfe. Was macht die?
Teamgesundheit, Teammitglieder erhalten 10% mehr Gesundheit von Gesundheitskugeln. Gesundheitskugeln geben mir selbst 10% weniger. Das ist jetzt nicht so, ich finde die Fähigkeit von diesem Shovi-Geist besser, aber ich finde sie als Figur cooler. Deshalb nehme ich sie jetzt mal. Damit du vollkommen entnervt bist von dem Rumgekreische, was jetzt demnächst dann losgehen wird. Ich habe hier den Zitadellenwächter, den ich noch nicht aufleveln kann. Macht er irgendwas Spezielles anders als die Sühne? Moment. Na, ich probiere mal den Sonnenspalter aus hier. Ach, jetzt hast nur du den. Warum hast nur du den Waffengeist freigeschaltet? Ich glaube, den kriegst du dann auch noch später. Aber es könnte noch ein bisschen dauern. Ich nehme jetzt einfach mal die Sühne mit. Ich bin fertig. Ich habe meine Waffe mal gewechselt, habe den Sonnenspalter. Ich auch. Ups, der hat weniger. Moment. Der hat weniger Reichweite, macht aber mehr kritischen Schaden. Habe ich jetzt tatsächlich? Ja, ich hab die Sühne dabei. Und dann? Man sieht auch, dass die Waffe ein bisschen anders aussieht, allerdings auch nur hier in dem Menü. Ich glaube, auf dem Schlachtfeld ist davon dann nicht so viel zu erkennen. Na, zwischen der Axt, also zwischen diesen komischen Hammer und der Axt, finde ich das schon ganz gut, glaube ich. Also, ja, klar, also im Spiel sind die Modelle anders, aber man sieht das natürlich jetzt aus der Entfernung nicht so doll. Ich schon. Ja, das wollte ich damit sagen. So. Ja, hier, genau. Jetzt gehen wir mal hier. Mach's da rein nach. Ja, ja. Das sind jetzt hier diese kleinen Punkte sind so mehr oder weniger so kleine Mini-Levels zwischendurch. Optionale Sachen. Genau, das sowieso, aber die sind halt auch vom Aufbau manchmal ein bisschen anders. Manchmal muss man dann Wellen abwehren. Guck mal, jetzt müssen wir hier zum Beispiel 5 Wellen abwehren. Also meine sieht man schon deutlich, sieht deutlich anders aus. Hm. Ja, bei meiner sieht man auch, dass da in der Klinge quasi so eine Spalte drin ist. Komm mal her. Zack, geworfen. Danke. Oh. Sollte die Fähigkeit nicht auch. Den Typen fest, so heiß. Warum unterbricht denn meine Fähigkeit den nicht? Das sollte doch auch irgendwie unterbrechen. Echt sexy. Oh ja. Das wirft sie zumindest um. Okay, das war's. Oh. Moment. Nein, es kommen noch mehr. Bereit machen. Und die Fässer kaputt machen, die großen? Nein. Ja, die großen glaube ich nicht. Dein komischer Wirbelangriff bringt mich immer durcheinander, weil ich immer denke, dass es irgendein Gegner ist. Das sieht auch so ähnlich aus wie ein Angriff von denen. Ja, die machen auch sowas. Zack. Fühlt sich gut an. Ich spüre es. Die ist gut. Die ist so gut. Also vielleicht kann mein Zusatzangriff einfach diese Sache noch nicht mit dem unterbrechen. Warte mal. Zack. Ja, geh halt kaputt. Achso, nee, muss man erst ein Schild durchbrechen. Na gut. Sauber. Ah, zu spät Exekution. Ja. Ach, hier ist noch einer. Okay, das war's. Oh, Moment. Nein, es kommen noch mehr. Achso, Überraschung. Wer hätte es gedacht? Wenn oben 3 von 5 Wellen steht, ne? Die könnt ihr auch mal mitlesen. Ja, so, jetzt. Und kaputt gegangen hier. Ein komischer Reinsprungangriff macht nicht so viel Schaden, wie es irgendwie jemand vielleicht erhoffen würde. Sexy. Nee. Zumindest noch nicht. Ich denke mal, später werden die ganz schön viel Bums haben. Ach, wie gut. Und ich wundere mich, warum sie die Figur nicht aufhebt und drückt die ganze Zeit B anstatt Y. Geil. Da hat das Gamepad 4 Buchstaben drauf und ich krieg's nicht gelesen. Ah, Mist. Den wollte ich haben. Ach, guck mal, da steht noch einer. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Bist du? Nee, bist du.
Letzte Welle. Alle dein Kampfgebet, dann werdet ihr nie. Ich spüre es. Ah ja, sehr, sehr gut, wenn sich die gegenseitig unterdrücken. Die Sprüche. Ah, was ist denn das bitte? Oh, scheiße. Hab ich jetzt gerettet irgendwie, oder was? Ja, ich hab einen von meinen Heiltränken. Ach, das ist der hier. Wenn man den nicht unterdrückt, dann holt der immer so eine komische schwarze Materie-Angriffe. Ah. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Ja. Geil, fast ein Chor. Energietotem haben wir bekommen, was auch immer das bringt. Das können wir gleich im Menü anschauen. Oder warte mal, sieht man es hier? Energietotem, nee. Weiß man nicht. Weiß keiner. Folge ist trotzdem voll. Schon wieder? Ja. Geht wahnsinnig schnell. Und der nächsten geht's, ich weiß gar nicht genau, ist da noch ein kleines Level oder ist dann kommt gleich der nächste Story-Abschnitt? Schauen wir mal. Werden sehen. Also, bis dann. Ciao.